Wolltest du schon immer wissen, wie sich im agilen Umfeld das Recruiting verändert? Dann bleib jetzt dran. Willkommen bei Agile Heroes Education. Mein Name ist Sascha Frank. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von der Espiridon. Wir sind eine Recruiting-Boutique aus Stuttgart, kein Lebenslauf-Dealer. Und seit 2006 betreuen wir Internet- und Software-Companies in allen Funktionen und seit 2010 Unternehmen aus der Old Economy in digitalen und in IT-Positionen. Wir brauchen eine gute Story und wir arbeiten gern mit guten Menschen. Wolltest du schon immer wissen, was sich im agilen Umfeld im Recruiting verändert? Klare Antwort, es ändert sich ziemlich viel. Was genau? Drei Punkte. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Der Prozess ändert sich. Die Transformation muss vom C-Level ausgehen. Das heißt, C-Level muss sich erstmal einschließen und für sich definieren, was heißt für uns Agilität? Wie wollen wir das ausleben? Welche Unternehmenswerte definieren wir für uns? Und daraus ableitend, welche Werte müssen wir vorleben und erwarten wir, dass die von unseren Mitarbeitern gelebt werden. Weil wir stellen keine Profile ein, wir stellen unterschiedlichste Typen ein. Wir wollen die unterschiedlichsten Typen für uns gewinnen, aber die haben eine Schnittmenge. Das sind die Werte. Und bei Werten bitte keine Kompromisse. In doubt, no doubt. Zweiter Punkt. HR-Abteilung und Fachabteilung müssen viel, viel enger zusammenarbeiten. Hire for attitude, train for skills. Und das muss vom C-Level aus vorgelebt werden, weil jeder Leader, den die einstellen, der wird wiederum andere gute Leader einstellen. Fachabteilungen und HR-Abteilungen wollen keine Stellenprofile mehr besetzen, deren Korsett manchmal so eng ist, dass keiner atmen kann. Ihr wollt gute Typen gewinnen, die gleichen Werte teilen. Und da ist es am besten aufzuhören mit den Klischees. HR-Bashing von der Fachabteilungsseite. Boah, die haben keine Ahnung, was wir suchen. Die bringen kaum qualifizierte Kandidaten herbei. HR-Abteilung, bitte hört auf mit dem Fachabteilungs-Bashing. Boah, die haben keine Wertschätzung für unsere Arbeit. Wissen die denn, wie schwierig es ist? Boah, die lehnen alle ab. Stellt euch der Realität. Ihr sitzt im gleichen Boot, nur mit unterschiedlichen Plätzen. Dritter Punkt. Was ist die Aufgabe eines Leaders im agilen Umfeld für das Recruiting? Recruiting ist vor allem Chefsache. Bringt euch in den Prozess mit ein. Werbt um die Kandidaten. Die Kandidaten müssen spüren, dass ihr sie gerne an Bord haben wollt. Und die müssen so richtig Bock bekommen, dass sie für euch arbeiten wollen. Im Prozess schiebt die Interviews nicht zwischen andere wichtige Termine. Interviews sind die wichtigsten Termine des Tages für euch, für euer Team und für das Unternehmen. Wie könnt ihr es aufziehen? Geht mit denen lunchen. Geht mit denen spazieren. Trinkt ein Feierabendbier und findet heraus, was ist deren Antrieb? Was ist deren Motivation? Warum sollte jemand auch morgen das Bett verlassen, um für euch zu arbeiten? Zeigt ihnen das, weil ihr wollt keine Hülle einstellen, sondern einen Menschen. Und die Kandidaten, die wollen nicht für eine Hülle arbeiten, sondern für gute Typen. Was können wir zusammenfassen? Definiert Werte, die Mitarbeiter teilen müssen und die ihr vorleben wollt, aber die können unterschiedlich sein, die Typen. Zweiter Punkt, hire for attitude, train for skills. Das C-Level lebt vor, dass sie für den Prozess, dass sie davon begeistert sind und HR und Fachabteilung müssen enger zusammenarbeiten. Dritter Punkt, nehmt euch Zeit. Recruiting ist Chefsache. Und lernt kennen, wer sich hinter dem Lebenslauf verbirgt und werbt um die Kandidaten und zeigt ihnen, dass ihr so richtig Bock habt, mit denen zu arbeiten. Willst du mehr wissen? Dann komm zum Agile Heroes Festival 2021 und buch dein Ticket jetzt.